Eine neue Ausgabe von Unser München für Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zum ersten Thema. Jede und jeder Zweite will selbst etwas für den Klimaschutz tun. Aber gut 90% der Münchnerinnen und Münchner leben in Mehrfamilienhäusern und haben kein Dach für eine Photovoltaikanlage. Was also tun? Die Stadtwerke München sind nicht umsonst der regionale Energieexperte. Denn sie ermöglichen allen, aktiv an der Energiewende mitzuarbeiten. Auch ohne eigenes Dach kann man eine Solaranlage entstehen lassen und so zum Energiewender werden, mit den M-Solar-Sonnenbausteinen. Damit bieten die Stadtwerke München allen Münchnerinnen und Münchnern eine Lösung, um gemeinsam die regionale Energiewende aktiv mitzugestalten. Denn alleine war gestern. Energiewende funktioniert gemeinsam. Es funktioniert ganz einfach. Sie wählen die Photovoltaikanlage und die Anzahl der Sonnenbausteine auf der Beteiligungsplattform bei uns im Internet aus. Dabei können Sie zwischen 500 und 5000 Euro in Form eines qualifizierten Nachrangdarlehens investieren. Gemeinsam mit anderen sorgen Sie dafür, dass die SWM diese Photovoltaikprojekte realisieren. Für das investierte Geld erhalten Sie einen jährlichen Zins. Zudem können Sie als Sonnenbausteinbesitzer den produzierten Strom aus den Sonnenbausteinanlagen über unseren Sonnenstromtarif beziehen. Durch das gemeinsame Engagement mit anderen Bürgerinnen und Bürgern aus München entstehen so mehr Solaranlagen in der Stadt und die lokale Ökostromproduktion wird gesteigert. Eine Win-Win-Situation für München und fürs Klima. Die SWM bieten noch eine weitere Lösung, um auf die individuellen Bedürfnisse der Münchnerinnen und Münchner einzugehen. Mit M-Ökostrom Regional bezieht man 100% regionalen Ökostrom und unterstützt den Bau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen in der Region. M-Ökostrom Regional trägt seinen Namen zurecht, denn er stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien. Die Anlagen sind entweder in München oder in einem Umkreis von maximal 50 Kilometer. Wir starten mit zwei Anlagen, zum einen mit unserem Wasserkraftwerk Isar 1 und mit einer Solaranlage in Fröttmanning. Belegen und nachweisen tun wir das Ganze mit einem Regionalnachweis. 1 Cent pro Kilowattstunde investieren wir dann wiederum in den Neubau von Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen hier in der Region. Ökostrom beziehen und aktiv was fürs Klima tun. Die Stadtwerke München machen es möglich. Und wir bleiben noch kurz bei der Energiewende. Die Stadtwerke München setzen diese um. Erfolgreich. Somit wird der Anteil erneuerbarer Energien im Strom- und im Wärmebereich und bei der Fernkälte immer größer. Und die SWM treiben auch die Mobilitätswende voran. Mit ihrem Engagement machen sie München zum Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz. Ökostrom, Ökowärme, Ökokälte. So lautet der Dreiklang der Stadtwerke München. In allen Bereichen soll so CO2 eingespart werden. Global betrachtet zum Schutz des Klimas und lokal zum Wohl der Münchnerinnen und Münchner. Bis 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom erzeugen wie alle Münchnerinnen und Münchner, die Industrie, der öffentliche Nahverkehr und die Elektromobilität benötigen. Und der Ausbau geht weiter. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Region. Bis 2040 wollen die SWM den Münchner Bedarf an Fernwärme CO2-neutral decken. Sie setzen dabei vor allem auf Geothermie. Mit der erneuerbaren Wärme werden die SWM die konventionelle schrittweise ablösen. Rechenzentren mit energieaufwendiger Kühlung und immer mehr Klimaanlagen sorgen für einen steigenden Strombedarf im Sommer. Die Antwort der SWM darauf: Fernkälte. Im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen sinkt der Kohlendioxidausstoß deutlich. Und mehr als 2/3 des Stromverbrauchs werden eingespart. Auch die Mobilitätswende wird in München angegangen. U- und Trambahnen fahren schon lange mit Ökostrom. Die Busflotte der MVG wird mittelfristig auf Elektrobusse umgestellt. Und die SWM und die MVG betreiben 550 öffentliche Ökostrom-Ladestationen. Sie verhelfen Privatleuten und Firmen zu Lademöglichkeiten für E-Autos und setzen auch im eigenen Fuhrpark auf den E-Antrieb.
Mit diesem großen zukunftsorientierten Maßnahmenbündel beweisen die SWM einmal mehr, sie sind der Puls der Stadt. Ihr Ziel ist es, München zum Vorbild für eine lebenswerte und vernetzte Stadt der Zukunft zu machen. Mit der Ausbauoffensive erneuerbare Energie legen sie dafür einen bedeutenden Grundstein. Die seit Jahren herrschende Niedrigzinsphase macht den Sparern auch weiterhin das Leben schwer. Allein die Kreditnehmer profitieren durch die niedrigen Zinsen und insbesondere der Staat als größter Schuldner zu Lasten der Anleger. Dennoch kann auch noch im Kleinen Rendite erzielt werden. Wie, weiß Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München. Er hat heute 5 wichtige Geldtipps für das Jahr 2020 für Sie, liebe Zuschauer, parat. Ich glaube, dass es immer wichtig ist zu wissen, welche Einnahmen und Ausgaben man hat. Die Einnahmen kennt man meistens, weil es nur in der Regel eine ist, nämlich das Gehalt. Bei den Ausgaben sieht es schon ganz anders aus und wir erleben leider sehr häufig, dass viele Menschen gar nicht im Detail wissen, wofür sie ihr Geld jeden Monat ausgeben. Und ich kann nur jedem empfehlen, jedes Jahr mindestens einmal diesen Kassensturz zu machen, um das Gefühl dafür zu bekommen, ist denn wirklich alles das, was ich ausgegeben habe, erforderlich gewesen oder kann ich nicht auch auf das ein oder andere verzichten und das Geld sinnvoller dann für andere Dinge einsetzen? Es kann morgen die Waschmaschine kaputt gehen, es kann morgen der Fernseher kaputt gehen. Und deswegen empfehlen wir unseren Kunden, 3 Netto-Monatsgehälter als Reserve zur Seite zu legen, um für solche Fälle dann auch gerüstet zu sein. Und was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, und auch da können wir nur den Hinweis geben, wenn ich mal eine größere Anschaffung habe, dann sollte man nicht den Dispo-Kredit dafür nutzen, weil der ist eigentlich nur dazu da, mal tageweise Überschreitungen des Kontostandes auszugleichen oder abzudecken. Die größere Investition sollte über einen Konsumentenkredit finanziert werden. Ja, man sollte dann gezielt, wenn man weiß, was an größeren Themen da ist, darauf sparen. Und ich sag mal, neben all den investiven Punkten gibt es natürlich auch das Thema Altersvorsorge. Dass ich heute eigentlich weiß, dass ich im Alter, wenn ich in den Ruhestand gehe, in die Rente gehe, deutlich weniger netto zur Verfügung habe, als das in der Arbeitsphase der Fall ist. Und da muss ich halt private Vorsorge auch betreiben. Immobilienanlagen oder eben Anleihen bzw. Rentenpapiere. Wir haben ja heute eine durchaus schwierige Zeit. Deswegen, weil es keine Zinsen mehr gibt auf Sparverträgen, auf Festgeldeinlagen. Das, was wir aus unserer Jugend noch kennen, ist abgeschafft. Es gibt keinen Zins mehr. Und deswegen ist es natürlich unendlich wichtig, mit seinem Finanzberater zu besprechen, was die richtige Anlageform dann ist. Es gibt Möglichkeiten, noch Rendite zu erwirtschaften in verschiedenen Teilanlageklassen. Aber da hilft der Anlageberater natürlich, der Finanzberater weiter, genau das Richtige rauszusuchen. Wertpapiere bieten natürlich die Möglichkeit, noch Zinsen zu generieren. Und das ist in verschiedenen Anlageformen möglich, durch Aktieninvestments, durch Fondssparpläne, die man betreiben kann. Aber da sollte man natürlich auch vorher das Gespräch dann mit dem Finanzberater geführt haben, welche dieser Anlageformen dann zu einem passt. Wer die Ausstellung Ricochet 13 Martin Heindl in der Villa Stuck noch nicht gesehen hat, hat nun noch länger Gelegenheit, dies nachzuholen. Sie wurde nämlich bis 5. April verlängert. In seiner intermedialen Rauminstallation führt der Münchner Künstler eindrucksvoll Klang und Raum zusammen. Räume heißt die intermediale Rauminstallation, für die man in den Keller der Villa Stuck abtauchen muss. Hier hat der Münchner Künstler Martin Heindl eine Art Tropfsteinhöhle gebaut. Ein begehbares Kunstwerk, das berührt werden darf. Und das optisch und akustisch durch eine 16-Kanal-Klanginstallation erlebbar ist. Der Raum steht für viele Räume, in die man sich meditativ hineinversetzen kann. Ja, ich wollte auf jeden Fall, dass man losgelöst ist von dem Alltag und auch losgelöst ist von dem normalen Kunstbetrachten
wo man dem Kunstwerk gegenübersteht. So klassisch steht man hier, ich bin hier und da ist das Bild und ich schaue mir das Bild an. Und hier ist man selbst in dem Kunstwerk drin. Vor allem Kinder sind hier als kleine Höhlenforscher voll in ihrem Element. Eine Installation, in der man sogar klettern darf. Ich glaube, dass alle Kunst immer auf mehreren Ebenen funktionieren muss. Und die muss auch funktionieren ohne Vorwissen. Und man kann natürlich noch viele Ebenen nachher entdecken und rausstellen aus dem Kunstwerk. Aber wenn es von vornherein einen ausschließt, dann finde ich die Kunst meistens nicht so gut. Rund 8 Wochen hat der Aufbau der Raum- und Klanginstallation gedauert. 2 Tonnen Wachs hat Martin Heindl dafür eingeschmolzen und mit 6 bis 8 Mitarbeitern auf die Wände und einen Unterbau aus Latten und Maschendraht aufgebracht. Nun gibt es auch noch 3 Konzerte hier in der Höhle. Das nächste Konzert ist am 6.3. Das ist ein Freitag. Von 22 Uhr bis 24 Uhr geht es. Die Band heißt Helix Honey. Das ist eine relativ junge Band von ehemaligen Kunststudenten von der Akademie der Bildenden Künste. Die machen ganz sphärische Klänge. Am 20.3. legt dann ein DJ auf, eine Frau namens Oda Haliti aus dem Kosovo kommt die angereist. Die legt Elektromusik auf. Und dann das allerletzte Konzert ist am 5.4., das ist der letzte Tag der Ausstellung, da spielt die Band H ein Konzert. Ricochet 13, Martin Heindl. Verlängert bis 5. April im Keller der Villa Stuck. Der Eintritt ist frei. But if there is no other door. Und wir machen weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Wichtige Themen und Termine aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten im Überblick. Adrian Bette arbeitete Tag und Nacht und brachte dann auch noch regelmäßig seine Kinder in den Kindergarten. Wir sahen bisher keinen gelungenen Auftritt seiner Arbeit. Warum war ich so glücklich? Das Wichtigste passiert immer nebenan. Deshalb gehen die Leute ins Theater, weil sie wissen, es passiert nebenan. Die Befreiung des Denkens steht erneut im Mittelpunkt eines neuen Theaterabends, den Regisseur René Polisch für die Münchner Kammerspiele geschrieben und inszeniert hat. Das heißt, Passing, it's so easy, was schwer zu machen ist. Passing ist ja so ein Begriff eigentlich aus der Soziologie, wo es darum geht, dass man als etwas anderes durchgeht oder so als Mann, als Frau oder als Weißer, als Schwarzer oder umgekehrt und quasi dieses Durchgehen als ist so eine Alternative zum authentischen Sein, dass man sich immer nur auf seine eigene quasi Identität irgendwie festlegen lässt. Harte Theorien und die absolute Freiheit in einer B-Movie-Kulisse. Passing, it's so easy, was schwer zu machen ist. Neu in der Kammer 1. Der Olympiapark ist gerüstet für die Fußball-Europameisterschaft 2020, die in 12 Städten und 12 Ländern stattfinden wird. Hier im Park gibt es dazu ein großes Fanfest mit einem umfangreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie und einer sogenannten Fanzone hier am Coubertinplatz mit Public Viewing aller 51 Spiele. Draußen auf dem Coubertinplatz können wir auf den Rasenstufen gucken. Also es wird eine schöne Bühne gebaut in den See. Das heißt, der Riesenscreen steht erstmal auf dem See. Da passen dann so bis zu 20.000, 25.000 Leute hin. Dann haben wir auch die Möglichkeit, bei schlechtem Wetter auszuweichen ins Olympiastadion mit einer mobilen Leinwand. Zuerst mal unter das Dach. Das ist eine kleinere Geschichte, wo dann so 6.000 reinpassen. Und wir können aber mit dieser mobilen Leinwand auch in den Stadioninnenraum gehen. Am 12. Juni startet die UEFA Euro 2020. Das Finale ist am 12. Juli. Maria Danae Bansen beim Fototermin in München. Die Berlinerin spielt die Hauptrolle in Flashdance, das Musical, das ab 17. März im Deutschen Theater gastiert. Raus aus der Arbeiterklasse, rein in die große Tanzkarriere. Die Geschichte zieht auch 35 Jahre nach der Kinopremiere das Publikum immer noch in ihren Bann. Die Botschaft ist klar. Eben genau dieses, was ich auch dem Publikum wünsche mitzunehmen, dass man einen Traum hat und eine Leidenschaft und der nachgeht. Und auch wenn man viele Hindernisse hat, dass man es trotzdem schaffen kann. Schweißerin oder Tänzerin? Die Antwort gibt's in Flashdance, das Musical.
17. bis 29. März im Deutschen Theater. Wir sind am Ende unserer Sendung, würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Dann gibt es in unser München wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch weiterhin eine angenehme Zeit. Auf Wiederschauen.